Die Märkte sind im Crash-Modus schon wieder. Was in der letzten Woche noch einigermaßen vielversprechend aussah, hat sich in der vergangenen Woche oder in den letzten Tagen einfach in Luft aufgelöst. Und alle Märkte sind unter Wasser. Ob das jetzt die Indizes sind, die Rohstoffe oder ob wir auf die Krypto schauen, alle kommen aktuell wieder unter die Räder. Die kurze Korrektur nach oben, die sogenannte Bärenmarkt-Rallye, ist beendet. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt, Trader, Autor, technischer Analyst, Präsident der IFTA und Mitglied im Vorstand der VTAD. Und ich freue mich, dass Sie in dieser Woche wieder mit mir einen gemeinsamen Blick auf die Märkte werfen. Marktbewegendes, schauen wir mal, können wir das schon in den Zahlen, in den Veranstaltungen in der kommenden Woche erwarten? Am Dienstag geht's los. Wir haben die Konjunkturerwartung, die ZEW-Konjunkturerwartung. Und Sie sehen schon hier auch in den Prognosen bzw. den Erwartungen, sollen wiederum negativ werden. Ich meine, sie waren schon negativ. Und wenn wir mal ganz offen sind, wo soll es herkommen? Ja, also die Welt ist in Aufruhr. Wir reden über Inflation, wir reden über Mangelwirtschaft, Verknappung, wir reden über natürlich Krieg. So, und da brauchen wir uns natürlich keine Fragen zu stellen, wo einfach die gute Konjunktur auf einmal herkommen soll. Die ersten Stimmen sprechen von der beginnenden Rezession, falls wir nicht eh schon drin sind, in den USA oder auch in Europa, vielleicht auch gerade in Deutschland. Ja, das gilt es abzuwarten, aber in all der Gemengelage gehe ich eher davon aus, dass die Konjunkturerwartungen weiterhin sehr, sehr niedrig sind und wir vielleicht sogar mit der Erwartungshaltung schon zu hoch sind und es einfach noch schlechter erwartet wird. Schauen wir also da am Dienstag. Können natürlich, wenn es zu stark ausfällt, auch marktbewegende Zahlen dann dementsprechend halt auch werden. Am Mittwoch, es geht um Einzelhandelsumsatz in den USA. Ja, hier ist eine moderate Veränderung zu erwarten, jetzt nicht wirklich weltbewegend. Rohöl, Präsident Lagarde spricht. Gut, was erwarten wir von Präsident Lagarde? Die Zinserhöhung hat immer noch nicht stattgefunden. Wir sind nach wie vor im Nullzinsbereich und ja, der Ausblick ist, man könnte vielleicht dann im Juni, währenddessen die Fed am Mittwoch schon direkt weiter zulegt, weiter vorlegt. Wir liegen bei 1%, das ist der Unterschied. Und die Erwartungshaltung ist schon, dass die Fed da weitermacht. Wobei ist es mit der anziehenden Inflation, muss da noch gegengesteuert werden? Wie stark muss gegengesteuert werden? Was heißt das für die Rezession, die dann dementsprechend auch anläuft? Was bedeutet das auch letzten Endes für die Gesamtwirtschaft? Es ist eine schwierige Gemengelage und als Volkswirt kann ich Ihnen sagen, ich möchte nicht in diesen Schuhen stecken, zumal sich auch hier die Notenbanken und die Regierung diese Schuhe ja auch selber angezogen haben. Dementsprechend, es bleibt spannend und ich kann mir vorstellen, dass wir hier mit den Zinsen vielleicht noch eine Überraschung erwarten können, entweder mit einer höheren Anhebung oder mit gar keiner. Ja, und vor allen Dingen interessant dann auch auf der Pressekonferenz am Mittwoch, wie soll es denn da jetzt eigentlich weitergehen. Also Mittwoch wird spannend. Für alle, die Intraday handeln, bitte achten Sie da auch auf die Handelszeiten beziehungsweise die Zeiten, wann diese Zahlen rauskommen, wann die Entscheide dann getroffen werden, weil sich hier natürlich wirklich marktbewegende Entwicklung darstellen können und da wollen Sie nicht unbedingt gehebelt auf der falschen Seite stehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Donnerstag Baugenehmigung, wir haben Freitag, Fed Paul hält die Rede. Ja gut, ob da jetzt noch viel zu erwarten ist, lassen wir mal hingestellt. Vielleicht nicht verkehrt, hier auch ebenfalls, wer Intraday handelt, entsprechend einfach mal eine Pause zu machen und dem ganzen Geschehen von der Seitenlinie zuzuschauen. So, und am 19. haben wir dann in den USA Nationaler Unabhängigkeitstag, aber das soll uns jetzt hier in den Märkten in der kommenden Woche noch nicht beschäftigen. Und schon sind wir beim ersten Wert. Wie immer, wir haben Euro-US-Dollar und es wird Ihnen auffallen, wer sich schon ein bisschen hier mal mit reingeschaut hat, wer den Kanal kennt, der weiß natürlich, hey, eigentlich habe ich ja meistens die Bollinger-Bänder, vielleicht nochmal einen Indikator unten drunter, einen Oszillator und bewege mich da ja doch immer sehr gerne auch im Verhältnis mit den Candlesticks. Ich habe dieses Mal eine andere Darstellung gewählt. Erstens, um ihm auch zu zeigen, wir können einfach die charttechnische Analyse von vielen Seiten auch angehen und vor allen Dingen, um auch mal so ein bisschen zu zeigen, dass Trading, Investment, Analyse auch eine individuelle Komponente haben und am Ende viele Wege dann doch auch immer zum gleichen Ziel führen können, nämlich klar eine Entscheidung, investieren, Trading, ja, nein,
aber eben auch, und das merke ich auch immer wieder in Gesprächen mit Kollegen, wenn man sagt, hey, ich mache das so oder so oder so, am Ende kommt man dann doch immer zu ähnlichen Handlungen und auch zu ähnlichen Ergebnissen. Also deshalb mal eine andere Darstellung, wird sich durch alle Charts heute ziehen. Wir haben hier Ichimoku Kinko Hyo. Und gerne gehe ich auch ein bisschen weiter darauf ein, oder kann ich Sie schon mal einladen für den 22. Juni, 18 Uhr, das Webinar hier mit Swissquote, wo ich eben auch genau diesen Indikator nochmal darstelle, ins Detail gehe und dementsprechend vielleicht schon mal so ein bisschen ja, Stimmung machen, so also ein bisschen Geschmack machen auch hier für diese etwas andere Darstellung, aber durchaus eine interessante Darstellung. Aber schauen wir uns mal an, was wir hier rauslesen können. Also wir sind im Euro-US-Dollar, wir sind im Monatschart. Warum? Weil wir uns hier natürlich diese Linie hier unten anschauen wollen. Ich gehe mal mit der Linie auch hin, da haben wir sie. Ja, da haben wir sie jetzt eingezeichnet. So, und was sagt uns diese Linie? Das ist im Endeffekt eine der wichtigsten Unterstützungslinien, die wir so bislang seit den letzten Jahren haben. Denn Sie sehen, da hat sich ja viel getan, immer wieder auch. Ja, also wir sind 2015 hier angekommen, wir sind über die Jahre immer noch 2015, 2017, hier war das schon umkämpft, und 2020 ungefähr, 2022, jetzt sind wir ja aktuell hier wieder angekommen. Und wenn wir das Ganze nochmal weiter zurückdrehen, zeigt sich eben auch, dass wir hier ja schon, naja, wenn wir das hier mit reinziehen, durchaus einen sehr, sehr, sehr relevanten Bereich haben, der eben auch darüber unterscheidet oder entscheidet, ob der Euro jetzt weiter fällt gegenüber des Dollars oder ob hier vielleicht mal eine Wende stattfindet. Und das ist einfach der entscheidende Punkt. Ja? Der aktuelle Monat, der Juni, der ja mehr oder weniger gerade erst begonnen hat oder na, jetzt in die Hälfte reingeht, ist tiefrot. Der letzte Monat war eigentlich ganz positiv zu sehen. Wir haben eine grüne Kerze. Ja, eigentlich schön zu sehen, der Abprall an der Unterstützung, der hat ja stattgefunden, aber die Märkte haben eben nichts draus gemacht. Und hier kann man ganz klar auch sagen, gut, es war eine gewisse Erwartungshaltung auch hier für steigende Zinsen im Euroraum, aber diese Erwartungshaltung ist eben einfach noch nicht eingetreten und jetzt geht eben die Schere auf. Ja, das heißt, hier wieder die Chance, dass die USA, die Fed, die Zinsen weiter ein Stück weit erhöht, vielleicht auf 1,25, vielleicht sogar auf 1,5, wer weiß. Ja, und im Euroraum 0. Und jetzt ist die Frage, als clevere Anleger, was machen Sie? Sie gehen dahin, wo Sie mehr fürs Geld bekommen, ist doch klar. Also ja, wird da das Geld hinwandern, das Kapital hinwandern, hat zur Folge, Euro wird verkauft, Dollar wird gekauft und das ist das, was wir hier eben sehen. So, charttechnisch für uns bedeutet das aus dem Monatschart, dass hier das Tief entscheidend ist. Ja, also das Tief bei rund 1,29, 90, 95, ja, sagen wir mal 1,29, 50. Wir reden über den Monatsstart. Ja. Jetzt wollen wir nicht mit dem Pips kleinlich sein. Das wird eine ganz, ganz entscheidende Zone sein, ja, weil wir dann eben auch hier dieses Tief halt entsprechend haben von 2017, steht ebenfalls zur Disposition und dann ja, kommt danach nicht mehr viel. Ja. Dann reden wir ziemlich schnell über die Parität. Ja, weil da haben wir noch 5 Cent. Also ja, da ist nicht mehr viel Raum darunter. Und dann, ja, wie geht es dann weiter? Also von daher, ich bin durchaus gespannt, welche Signale von der Fed kommen. Ich bin durchaus gespannt, welche Signale auch von der EZB kommen. Im Rahmen halt letzten Endes halt auch des Zusammenspiels der Zinsen. Ja, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sagen, wie viel Spielraum hat die EZB letzten Endes wirklich in dem ganzen Konglomerat des Euroraums, ja, wo wir eben wirklich hochverschuldete Südländer haben, etwas wirtschaftskräftigere Nordländer. Deutschland ist ja einer der entscheidenden Faktoren mit dabei. Welchen Spielraum gibt es da wirklich? Ich möchte es nicht beurteilen, das ist auch nicht meine Aufgabe, aber es ist natürlich ein spannendes Feld. So, wir sind schon im Wochenchart und hier sehen wir eben auch ganz schön und deshalb auch mal Ichimoku. Ja, wir haben hier den Kijun-Span, den Kijun-Sen, der rote hier, wir haben den Tenkan-Sen, der blaue, das ist der etwas schnellere, die etwas schnellere Linie und die rote Linie ist die etwas langsamere, schnell heißt 9 Perioden, langsam heißt 26 Perioden und Sie sehen, das ist eigentlich so ein gleitender Durchschnitt, der eine spezielle Berechnung hat und der dient auch immer wieder mal als, ja, hier in dem Fall eben Widerstandsbereich, Widerstandszone. Na, wenn das eine gebrochen ist, hält das andere und hier rennen die Preise förmlich abwärts an dieser Linie runter. Aus der Wolke, dem sogenannten Kumo, sind wir schon lange ausgebrochen, nämlich auch hier
irgendwann gegen Ende 2021. Und Sie sehen durchaus eine interessante Strategie, dann auch sowas zu handeln. Auch auf Wochenbasis, langfristig dann zu sehen, ja, kann das durchaus auch lukrativ und vor allen Dingen auch interessant und sinnvoll sein. Ja. So, und die aktuelle Woche, oder die vergangene Woche vielmehr, tiefrot. Interessant ist es hier in diesem Zusammenspiel der letzten drei Kerzen. Wir haben die rote, wir haben die grüne Kerze von vor zwei Wochen, von vor einer Woche haben wir so einen kleinen Spinning Top Doji und die letzte Woche tiefrot. Zusammen gibt es einen Evening Star. So, wäre das jetzt eine, ja, sage ich mal, zufriedenstellende Aufwärtsbewegung gewesen, hätte dieser Evening Star durchaus Bedeutung und Relevanz. Hat er an der Stelle jetzt nicht so. Trotzdem ist natürlich hier die Wucht und auch die Kraft, auch die Enttäuschung, die hier sicherlich im Markt ist, denn hier war ja Erwartungshaltung zu sehen, klar. Dementsprechend Prognose oder auch Idee, nochmal, wenn der Markt hier runtergeht, auf Schlusskursbasis, da reden wir also über Freitag im Wochenchart, dann sehe ich den Weg in Richtung Parität durchaus gegeben. Da ist ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel Raum. Ne? Wir sehen es jetzt im 1.03. Na gut, und dann geht es eben ziemlich zügig runter. Da hält auch nicht mehr viel, aus meiner persönlichen Sicht. Wer sowas dann handeln will und auch gerne den Ichimoku dazu nutzen möchte, über den Kijun, also den roten hier, kann man durchaus den Stop-Loss nachziehen oder eben dann klassisch über die tieferen Hochs jeweils oder dementsprechend das Gewinnziel bei 1 setzen. Ja, also das ist für mich aus der Sicht einfach die relevanteste Variante. Im Tageschart, wir gehen da auch nochmal ganz kurz drauf ein. Ja, wer das machen möchte, der kann sich halt nochmal den Tag genauer anschauen. Und hier sehen wir eben auch, dass die Kumo-Wolke auch als Widerstand fungiert. Also wir haben hier mehrere Widerstand, ganz Ebenen, die blaue Linie Tenkan, wir haben die rote Linie den Kijun und wir haben die Kumo-Wolke, die als Widerstand gilt. Und der schnelle Durchschnitt prallt hier auch ebenfalls ab, kommt wieder von oben auf den etwas langsameren. Und wir kennen das, wenn der Durchschnitt den anderen Durchschnitt kreuzt, ist das oftmals ein Verkaufs- oder Kaufsignal, hier in dem Fall eher Verkauf. Aber hey, am Ende, wir brauchen nur auf den Preis zu sehen, das ist das Verkaufssignal sowieso. Also auch hier ergibt sich nicht viel. Ich würde jetzt nicht unbedingt hier sofort reinspringen, Short. Ich würde vielleicht abwarten, im Stundenchart möglicherweise, ob es dann eine Korrektur gibt, ob man vielleicht ein bisschen günstiger reinkommen kann, um dann eben zu verkaufen. Auf der Long-Seite sehe ich hier überhaupt keinen Spielraum. Es sei denn, und das ist eben der Mittwoch, Präsidentin Lagarde äußert sich am Nachmittag extrem, ja, wie heißt es so schön, hawkisch und dementsprechend für Zinserhöhung und die Fed bleibt untätig, kommt keine Zinserhöhung und verhält sich entsprechend zurückhaltend, dann eben wie die Taube, dovish. Dann könnte sich das ändern, aber persönlich muss ich sagen, sehe ich jetzt weniger als entsprechend relevant an oder auch realistisch an. Dementsprechend mein Szenario, wer Intraday handeln möchte oder eben auch kurzfristig handeln möchte, sollte lieber abwarten, Korrektur, ja, um ein bisschen günstiger reinzukommen. Stop-Loss gehört hier drüber, ja, über die letzten Hochs bei rund 1,07. Ja, und dann kann man schauen, ob man zumindest mal das Tief hier anläuft, mit einem nicht ganz so glücklichen CRV oder eben dann die Spekulation auf 1,00, also auf die Parität macht. Das ist so die Idee, die ich hier verfolge. Schau mal in den DAX. Hier sind wir im Wochenchart geblieben. Schlimm genug, offen gesagt. Ja, auch hier der DAX ist ziemlich gefallen diese Woche, wesentlich mit Prozentzahlen und Punkten kommen. Das kann man sich selber dann auch schnell mal anschauen. Hier war noch die Prognose. Ich dachte schon, es geht noch ein Stück hoch. Das war eine Erwartung, aber die wurde nicht erfüllt. Dann dachte ich, es geht runter. Ja, das ist es dann auch. Für mich ist es weniger jetzt relevant, dass der Markt hier wieder hochgeht. Deshalb nehme ich diesen Prognosefall mal raus. Ja, den brauchen wir ja an der Stelle nicht. So, ich gehe ja davon aus, dass der Markt jetzt weiterfällt. Auch hier gerne im Zusammenspiel mit FED und EZB mal auch schauen, ja, wie das Ganze sich dann darstellt, aber hier auch ist der Weg vorgezeichnet. Wir sehen auch hier Abprall an der Wolke von unten im Kumo und wir sehen den klaren Bruch hier von der schnellen Linie. Die spielt jetzt hier an der Stelle auch nicht so die entscheidende Rolle. Und wir haben ja die Unterstützungszone, den Unterstützungsbereich bei rund 13.100, ist fast schon als irrelevant einzustufen und dementsprechend können wir den auch ein bisschen runterziehen, vielleicht so auf den Bereich. Ja, irgendwo vielleicht das Tief, aber zumindest mal hier der entsprechende Eröffnungskurs könnte so ein Thema sein, das zur Disposition steht. Ja, da reden wir über
12.800 Punkte. Das wäre mal so ein Ziel, durchaus realistisch für die nächste Woche. Ja, also wenn da so ein bisschen Dampf hinterkommt, dann kann das kommen, ne, schmerzhaft genug. Aber zumindest in den nächsten Tagen oder in den nächsten 2-3 Wochen sollte das durchaus hier auch zu Buche stehen, wenn nicht sogar tiefer. Ja, das müssen wir auch sagen. Das war die Bärenmarkt-Rallye, die kleine, aber die scheint jetzt beendet zu sein. Und wir gehen auch hier mal in den Tag. Ja, die Stunde, Tag. Genau, da haben wir den Tag. Und hier ist das, was wir als Kumo-Breakout bezeichnen. Steht unmittelbar bevor. Müssen wir Montag mal schauen. Ja, also heute in dem Sinne, ich bin ja jetzt zeichne hier am Sonntag immer auf. Ja, und dann am Montag müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Vielleicht mit der Öffnung, ist ja der FDAX. Und auch hier erstes Ziel wäre dann natürlich dieses Tief hier, das kleine. Also ein Zwischentief bei rund 13.300, 320. Aber auch hier haben wir dann eben schnell die Linie. Und Sie sehen, so groß ist der Abstand nun wirklich nicht. Ja, da reden wir halt über, naja, nicht ganz, doch gute 1.000 Punkte. Und das wären dann 200 Punkte am Tag. Kann der DAX schon mal machen. Ja, also wenn es wirklich rund geht, geht das. Ist jetzt nicht immer die Range, aber ab und an ist das durchaus möglich. Na, sonst braucht man eben 2 Wochen dafür oder 3. Aber ja, das sind so die Szenarien. Hier oben wäre jede Short-Position zumindest gut abgesichert. Bedeutet auch, wenn der Markt hier wieder erwarten rüberschießt, wollen wir auch nicht Short sein, weil dann ein anderes Szenario sich entwickeln kann. Entweder eine Seitwärtsbewegung, ja, wie wir sie hier auch schon haben, oder eben dann sehe ich mal einen Aufwärtstrend, aber das ist eher ein theoretischer Gedanke dabei. Gut, gehen wir mal in den SMI, schauen uns das an. Und der SMI ist tatsächlich schon weiter fortgeschritten. Der ist schon in dem Bereich dieser Unterstützung. Wir haben hier von Frühjahr 2020 diese Unterstützung, die hier ist das letzte Hoch. Da sind wir dran. So, und in der nächsten Woche, ich kann mir nicht vorstellen, aus welchem Grund der Markt jetzt steigen sollte. Also das Tief bei rund 10.860, 850 Punkten ist im Endeffekt schon Programm. Ja. So, also auch hier der Prognosepfeil, ne, spare ich mir jetzt hinwegzumachen, der ist aus der letzten oder vorletzten Woche auch. Ne, ich lasse das immer mal ganz gerne drin, aber der macht natürlich an der Stelle keinen Sinn mehr. Ja, dementsprechend braucht man das nicht. Auch hier Kumo, ne, Sie sehen, erst war es ein bisschen auch Unterstützung, man blieb so ein bisschen in der Wolke. Ausbruch aus der Wolke, Kumo Breakout, grundsätzlich eben dann ein Short-Signal, wenn es nach unten geht, oder ein Long-Signal, wenn es nach oben geht. Wie weit es dann läuft, das entscheidet natürlich immer der Markt. So, wir bleiben eigentlich auch hier in der Wochenbetrachtung stehen und gehen direkt über den großen Teich in die USA und schauen uns einfach direkt den Dow Jones an. Wir sind ebenfalls im Wochenchart. Ja gut, und auch hier der Prognosepfeil ist überall so. Na, Sie wissen es, hatte ich ja dann auch dementsprechend kommuniziert. So, den nehme ich aber auch mal raus. Brauchen wir beileibe nicht. Ja, was sehen wir? Wir sehen im Endeffekt, und das ist auch das Schöne, ja, wir haben den Indikator und wir haben aber auch unsere klassische Charttechnik und das passt auch ganz gut zusammen. Ja, wir haben die Candlesticks, die dann immer wieder versuchen auszubrechen aus der Wolke, es aber nicht schaffen, wieder zurückfallen. Wir haben hier unsere Abwärtstrendlinie oder den Kanal. Ja, erste Prognose ist natürlich, dass hier die untere Linie des Abwärtstrendkanals erreicht wird. Hier in dem Fall bei rund 30.500 Punkten. Ja, mal mehr, mal weniger, aber so in dem Bereich. Das wäre auch das Tief der letzten Wochen. Und dann kann es durchaus weitergehen. Dann reden wir dann schnell über 29.500. Ja, also in dieser Spanne, in dem Bereich, kann es nicht nur in der nächsten Woche, auch in den nächsten 2 Wochen sein, dass der Markt dahin läuft. Und eine andere Indikation, dass es aufwärts geht, ich glaube, müssen wir uns nichts vormachen, ist hieraus auch nicht abzuleiten. So, und wir gehen auch hier in den Tag für etwas kurzfristigere Chancen. Und ja, auch hier gilt im Endeffekt das Gleiche wie auch beim Euro und zwangsläufig in den anderen Märkten. Ich tue mir immer schwer damit, jetzt einfach direkt reinzuspringen, weil 2 Tage schon wirklich kraftvoll nach unten gegangen sind. Persönlich suche ich immer dann die Idee eines Pullbacks, einer Korrektur. Die muss jetzt nicht unbedingt aus dem Tag kommen. Ja, die kann auch aus der Stunde kommen. Ich schalte mal die Stunde. Ja, die kann auch aus der Stunde kommen und dementsprechend hier halt auch an der Stelle für einen etwas günstigeren Einstieg auch sorgen. Das wäre zum Beispiel, ja, wenn der Markt hier jetzt irgendwie doch nochmal hochkommt, hier rüberbricht und dann vielleicht in dem Bereich hier, wo auch der
Kijun ist bei rund 32.000 oder hier Tenkan bei rund 31.700. Da könnte ich mir vorstellen, wäre eine gute Idee oder eine gute Möglichkeit, Short zu gehen und eben dann darauf auch zu spekulieren, dass der Markt eben weiter abfällt an die genannten Ziele bei rund, ja, sagen wir mal im Schnitt 30.000, also 30.500, 29.500, das waren ja so die Ideen, ja, dass man da eben was machen kann, ja, aus dem Stundenchart heraus, dann eben das Management über den Tag beziehungsweise dann halt auch die Woche. Ja, das könnte so eine Idee sein. Wir gehen in den S&P 500, ähnliches Bild. Hier ist der Markt allerdings schon am unteren Bereich angekommen vom Trendkanal, wobei ich das natürlich auch hier willkürlich etwas verschieben kann. Ich war ja nicht ganz genau an den Tiefs. Ja, bedeutet also auch, und das können Sie auch immer mal so schauen, was wird denn vom Markt eigentlich angelaufen? Sind es die Tiefs? Ist es jeweils der Öffnungs- oder Schlusskurs? Oder ist es irgendwie eine Mischung da draußen? So, jetzt habe ich das mal hier so hingeschoben. Trotzdem ist der Markt da angekommen. Punkt. Wie es jetzt weitergeht, sieht fast danach aus, als ob der Markt durchbricht. Ja, weil diese kraftvolle Kerze spricht schon wirklich ganz, ganz klare und deutliche Bände. Und das heißt eben auch für uns, wenn wir mal hier ganz, ganz offen und ehrlich sind zu uns, ja, wo ist denn der nächste Unterstützungsbereich im Wochenchart? Sie sehen, wie ich die Linie runterziehe, das könnten wir uns hier so überlegen. Ja, das spielt viel Hoffnung mit, aber ich finde es deutlicher tatsächlich an der Stelle. Und da reden wir eben, ja, hier, schauen Sie. Ja, das ist ja nicht so, was ich mir jetzt hier gerade ausgedacht habe, sondern das lässt sich ja ableiten, das kann man so verschieben. So, dort sehen wir Unterstützungsbereiche. Ja, also hier sehen wir einen Bereich, der schon mehrfach irgendwie zur Disposition stand. Hier wurde von unten getestet, hier wurde gearbeitet. Sie sehen es nochmal von oben getestet, dann die Reise hoch. Können wir also eher erwarten, dass hier so ein bisschen Action ist. Und da reden wir über 3.600 Punkte, mehr oder weniger. Und das sind gut 300 Punkte oder nicht ganz 10%, 9% nochmal Abwärtspotenzial im S&P. Bedeutet für Nasdaq, bedeutet für Dow Jones, bedeutet für DAX und für alle anderen ebenfalls ein entsprechendes Abwärtspotenzial, weil die ja nicht entkoppelt sind. Ja, die sind ja im Endeffekt alle miteinander verbunden. So, aber das können wir hier eben durch einfache Linienführung nachvollziehen. So, und auch hier, wir sehen es, Kumo von unten getestet, die Wolke. Ja, auch das hier ist ja furchtbar, furchtbar in dem Sinne, dass es leider nicht gilt. Hier die Wolke nochmal von unten getestet, am Tenkan abgeprallt, der Kijun kam gar nicht erst zur Geltung und auch da ist für uns eher dann das Short-Szenario. Es mag hier nochmal zu einer kurzen Korrektur kommen, aber hier ist schon echt was kaputt gegangen. Ja. Auch Vertrauen, müssen wir schauen, ob das so schnell zurückgewonnen werden kann. So, wir bleiben im Wochenchart, wir gehen im Endeffekt auf den Nasdaq nochmal, der hier das gleiche Bild zeichnet. Jetzt haben wir hier keinen Kanal mehr, der ist auch etwas, ne, Sie sehen es, etwas krumm wäre der. Die Nasdaq ist einfach, und Sie haben es verfolgt, die Technikwerte mächtig unter die Räder geraten. Und das sehen wir eben auch hier. Ich verweise hier auch nochmal, und das finde ich ganz schön, wenn man auch mal einen anderen Indikator ausprobiert. Schauen Sie mal den Kijun an, also die rote Linie. Wie schön, die auch hier immer wieder getestet wird. Ja, einmal hier ausgebrochen, da drüber, Test, 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 Test. Ja, also ist schon eine feine Sache, wenn man so ein paar Tools beherrscht. Hier im Zusammenspiel der Kijun mit den Candlesticks, Ausbruch aus der Wolke, zurückgekommen, hängen geblieben am Kijun. Ja, damit kann man doch was anfangen, oder? So, und hier sind wir noch nicht mal, den auch mal raus, ist auch mehr als nicht mehr gültig. Und auch hier, der Tenkan dient hier als erster Halt. Ja, und Sie sehen schon, es ist schon, und das gilt auch für die anderen Märkte, es ist schon schwierig, wenn die Korrektur noch nicht mal an den Kurzläufer ranläuft. Ja? Also wir reden über 9 Perioden im Tenkan. Und ja, wenn der Markt noch nicht mal schafft, sich an so einen Durchschnitt ranzuarbeiten, von dem 26er wollen wir gar nicht erst reden, dann ist das Schwäche. Punkt. Und das sehen wir. Ja? Eine kraftvolle Woche, dann so ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht, Spinning Top. Ja, und dann gibt es sofort wieder was auf die Finger. Ist schwierig. Also auch hier in der Nasdaq eher die Abwärtssignale, so die Linie oben brauchen wir erstmal nicht, die können wir ja verschieben. Ja, die wird sich hier auch erstmal nicht zeigen. So, wo könnten wir landen? Hier. Das mal so als ersten Ansatz im Nasdaq aus dem Wochenchart heraus bei rund 11.000 Punkten.
Einfach nur eine Linie verschoben, das können sie auch. Und damit kriegen wir so einen gewissen Überblick. Ja, wir dürfen erwarten, dass hier erstmal eine Reaktion stattfindet. Aber bei der Vehemenz, mit dem Druck auch hier, ne, das schiebt ja so ein bisschen runter, kann ich mir vorstellen, dass wir die 11.000 Punkte ziemlich zügig auch erreichen können. Tja, und dann brauchen wir diese Linie auch nicht mehr. Ja, ich kann auch nach unten gehen. Und die sitzt dann eben hier. Da. Auch das, kein Hexenwerk, ja. Also können Sie relativ einfach machen, müssen Sie noch nicht mal ein Buch lesen. Ja, da liegen wir bei rund 10.000 Punkten, ja, nochmal 1.000 Punkte weiter runter. Ja, und das ist so das Potenzial, nicht ganz kurzfristig, aber mittelfristig, das sich daraus eben auch ableiten lässt. So, und auch hier wollen wir es bei der Woche belassen, denn auch hier so Pullbacks im Tages- oder im Stundenchart zu nehmen, wäre natürlich die Grundidee, um dann Short-Situationen auch zu nehmen. Öl, kommt gleich, wir sind bei Gold. Also, genau, wir sind erstmal bei Gold. Gold ist jetzt wieder nach oben gekommen. Wir sind im Wochenchart und das finde ich auch immer ganz spannend. Also nach wie vor, wir sind seitwärts, da lässt sich jetzt nicht so viel ableiten. Auch an Chancen nicht, wird es nach wie vor nicht als große Gelegenheit zum Trading sehen. Mir ist bloß eins aufgefallen, das will ich mit Ihnen besprechen, das ist diese Kerze hier. Ja. Man denkt, okay, jetzt geht es halt runter, das Ding war ja mal rot im Laufe des Freitags und dann ist es massiv hochgegangen. Ja. Sie sehen, also eigentlich das Tief hier rausgenommen, das Hoch hier schon wieder genommen. Ja, aber hier wartet die Wolke, hier wartet der nächste Widerstandsbereich. Also da ist jetzt nicht wahnsinnig viel Luft. Das könnten wir als Flaggenbildung, als bärische Flagge bezeichnen. Ja, nicht ganz perfekt, aber alles in allem, das Potenzial ist einfach in den Bewegungen raus. Und dementsprechend, abgesehen von der kleinen Erklärung, springen wir direkt weiter zum Öl. Was gab es beim Öl zu entdecken? So. Und beim Öl ist es, ja, da kommt der Prognosepfeil noch einigermaßen hin. Und zum Glück möchte ich es nicht sagen, denn Ölpreise schlagen sich natürlich für uns alle auch nieder an der Tankstelle und natürlich auch im täglichen Bedarf, ja, weil alles ja durch die Gegend gefahren und geflogen wird. Und von daher sind steigende Ölpreise ja für uns im Konsumentenbereich auch nicht unbedingt wünschenswert. Aber nichtsdestotrotz in der Chartbetrachtung die letzte Woche, wir haben ja einen kleinen Spinning-Top, war ja so eine Idee, dass der Markt noch ein bisschen hochkommt, dann korrigiert. Das könnte jetzt sein. Ich will den Fall jetzt nicht groß beenden, aber wir sind ja grundsätzlich eher in dem Bereich, dass es auf die 130 Dollar geht, als dass es weiterfällt. Wenn er fällt, wir haben nach wie vor hier diese Aufwärtstrendlinie, also hier die andere Seite vom Kanal. Die Linie haben wir zur Disposition und da reden wir vielleicht Korrekturpotenzial auf 110, 111. Und dann darf der Markt auch gerne weiter steigen, zumindest von der Charttechnik her. Ja. So. Und im Tageschart, was lässt sich ableiten? Natürlich noch nicht so viel. Wir haben ein kleines Spinning-Top, eigentlich keine große volatile Woche. Aber auch hier, wir haben den Tenkan, wir haben den Kijun, sind weit entfernt. Der Tenkan kann durchaus angelaufen werden, gar kein Thema. Ne? Da sind wir 117, also in dem Bereich. Dann kommt auch hier dieser Unterstützungsbereich zum Tragen. Jetzt sind wir bei 115 knapp, 115,50. Da darf der Markt dann gerne nach oben wieder abprallen, zumindest was die charttechnische Betrachtung angeht nochmal. Das verziehe ich ja noch ein bisschen, verschiebe hier noch ein bisschen runter. Genau. So kann ich mir das dann vorstellen, dass wir uns in dem Bereich bewegen. Dann ist auch der Kijun so ein bisschen weiter hoch gewandert und ja, die Wolke, die ist ja eh jetzt erstmal hier drin, die wird ja in die Zukunft getragen. Gut. Das soweit zum Öl, wie gesagt, in dem Bereich von 114, 115 kann ich mir vorstellen, dass sich da Kaufgelegenheiten ergeben, jetzt irgendetwas zu machen. Kann ich mir nicht vorstellen, würde ich auch nicht unbedingt anraten, weil wir weder Fisch noch Fleisch sind und das in beide Richtungen gehen kann. Also kein klares Setup. Wir gehen in die Kryptos. Jetzt geht es wirklich um die, ja, jetzt geht es um die Wurst, jetzt geht es ins Eingemachte. Es ist wirklich die Frage, glaube ich an Krypto oder glaube ich nicht daran. Ich habe den Monatschart geschaltet, um eben auch hier nochmal zu zeigen, wie prekär die Lage ist für Bitcoin-Freunde, für die Bitcoiner. Wir liegen hier, wir sind ja schon runter unter diese Linie. Ja? Also hier haben wir ja schon aus 21 diese drei Tiefs, aus diese drei Monate. Dann ging es nochmal aufs neue Allzeithoch. Wow, ja? Da träumt der Kryptobulle von. Ja. Und wie geht es jetzt hier weiter? Wir haben nochmal das Tief.
hier vom Vormonat, ja, vom Mai. Also da gab es ja schon Schmerzen, die wurden wieder hochgekauft, aber nicht wirklich. Ja, also hier haben wir im Endeffekt mit dem Tief bei rund $25.300 give or take. Ja, also da haben wir eben wirklich hopp oder top. Und alles, was da drunter kommt, und Sie sehen es, da ist nicht mehr viel aus dem Monatschart, da bewegen wir uns rapide in den Bereich der 20.000. Ja, dann haben wir auch hier diese extrem steile Kanallinie. Die Widerstände sind durchbrochen. Die Wolke ist so weit unten, ja, einfach durch diese schnelle Dynamik, durch das Schnelle im Monatschart. Also da bin ich alles andere als bullish. Ich hoffe natürlich schon, dass die Unterstützung hält. Na klar, weil viele Augen gehen auf Krypto. Es zeigt aber auch, dass Kryptos und Nasdaq und auch die Aktienmärkte allgemein beileibe nicht entkoppelt sind. Es hängt alles zusammen. Ich meine, klar, es wird Liquidität entzogen, es werden Zinsen erhoben. Ja, es steht nicht mehr so viel Cash zur Verfügung, wie es vielleicht mal war. So, das wird eben Auswirkungen auf alle Märkte haben. Das ist so. Wochenchart ähnlich. Ja, wir sehen auch hier diese gescheiterte grüne Kerze, was jetzt eigentlich so, naja, hat jetzt keine richtige Rolle. Wir sehen eben, dass der Markt hier verkauft. Es steht hier wiederum dieses Tief zur Debatte, ne, über das wir eben schon gesprochen haben, vom Mai. Ja, aber ich denke, das ist im Endeffekt Makulatur, müssen wir nicht weiter darüber diskutieren. Und im Tageschart gleiche Situation wie auch bei den Aktienmärkten. Lieber eine Korrektur abwarten, um dann zu shorten, als jetzt hinterher zu gehen und einfach ja, mitten in eine am Abschluss stehende Bewegung reinverkaufen, weil der Pullback hier durchaus auch zu erwarten ist und dann müssen wir eh schauen. Ja. Vielleicht gibt es ja auch eine Long-Gelegenheit im Sinne einer Mean Reversion, das wird sich dann dementsprechend zeigen. Und zu guter Letzt, Ethereum, ja, geht in die gleiche Richtung. Hier ist im Endeffekt der Schaden schon entstanden. Wir sind ja schon über dieses Hoch von 2018, nicht rüber, wir sind drunter. Ja, und also diese Linie, die ist ja schon gebrochen, Aufschlusskursbasis. Die Wolke wartet hier unten bei $800. Ja, die fungiert schon nochmal als Unterstützung. Ja, wir haben, ja, und danach ist nicht mehr viel. Ja, ich meine, ob es denn so weit kommt, andere Geschichte. Ja, gehen wir lieber in den Wochenchart und nicht ganz so schwarz malen. Und was sieht uns, ja. Und hier haben wir das Gleiche, die letzte Woche verheerend. Wir sind am unteren Ende des Kanals. Ich hatte noch eine Seitwärtsbewegung in Aussicht gestellt. Ja, das ist dann nicht so gekommen, aber zumindest war ich hier nicht bullisch. Immerhin. So, es kann durchaus sein, dass hier diese untere Linie hält vom Kanal. Und dass der Markt erstmal nach oben korrigiert. Was steht dann zur Debatte? Wir haben die Tenkan-Linie, die steht gerade hier auf 2400. Ein bisschen, vielleicht geht die Korrektur, wenn einigermaßen Volatilität mitspielt, bei 2100, also in dem Bereich. Das könnte ich mir vorstellen, aber alles andere darüber ist eher Wunschdenken als Realität. Und dementsprechend, das wäre das Höchste der Gefühle. Und dann ist vielleicht tatsächlich die bessere Idee, nochmal zu verkaufen, als zu kaufen, es sei denn, Sie wollen eben dann irgendwelche DFI-Geschichten damit machen oder sonst was. Ne? Aber das ist halt dann nochmal eine andere Idee dabei. Gut, das war es dann auch schon von meiner Seite. Wir haben uns die wichtigsten Märkte angeschaut. Es sieht nicht rosig aus, das können wir, glaube ich, hier schon mal festhalten. Wir sind an wichtigen Punkten angekommen. Wichtige Punkte sind immer Dreh- und Angelpunkte. Ja, es kann genauso sein, dass der Markt dann das nutzt, um eben wieder anzusteigen, einfach weil wir an kritischen Punkten angekommen sind. Aber jetzt kommt es eben wirklich darauf an. Kommen die Käufer zurück? Ist irgendwie jetzt schon alles eingepreist? Ist es schon günstig? Haben wir die fairen Preise oder eben noch nicht? Ja, das entscheidet sich in den nächsten Tagen aus meiner Sicht und dementsprechend achten Sie dann dementsprechend hier auch auf Ihr Risiko, wenn Sie handeln. Ich verweise auf den entsprechenden Risikohinweis, den Sie am Ende des Videos sehen. Ja, alles Gute für die kommenden Woche. Geben Sie gerne Kommentare unter das Video, ja, sodass ich dann auch gerne darauf antworten kann. Oder schreiben Sie an mich oder an die Kollegen von Swissquote. Wir hören und sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin alles Gute und vergessen nicht, den Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Playlist. Bis dahin alles Gute, mach's gut. Ciao, tschüss.